Mein Name ist Franz Maria Haas, ich bin Facharzt für plastische Chirurgie, ästhetische Chirurgie und rekonstruktive Chirurgie. Vordergründig wichtig hier für uns in der Beckerangitz ist, dass man umfassend den Patienten und Patientinnen wirklich die Wege verkürzt, dass wir schauen, dass wir mit niedergelassenen Kollegen, Neurologen, Radiologen eine gute Kooperation im Prinzip haben, wo wir wirklich den Patienten auch in der Vorbereitung vieles schon abnehmen, die gut abgeklärt dann kommen und auch in der weiteren Folge relativ zeitnahe zu einer guten Diagnostik kommen. Ein ganz großer Schwerpunkt ist die Nervenchirurgie. Diagnosen, die man kennt, die sehr häufig vorkommen, sind Engpass-Syndrome im Nervenverlauf an der oberen Extremität. Das häufigste ist zum Beispiel das Kabaltunnelsyndrom, wo es zu einer Einengung des Nervus medianus kommt mit einer typischen Taubheitssymptomatik in den ersten drei Fingern. Hier kann man mit einem relativ raschen Eingreifen und einer kleineren Operation den Nerv gut entlasten und diese Schmerzen relativ rasch auch beseitigen. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist im Großen und Ganzen die ausgedehnte Weichteilchirurgie im Handbereich. Was viele besonders gut kennen, ist die sogenannte typitränische Kontraktur. Das heißt, es ist der Zustand, wo jetzt durch das Wachsen und die Hypertrophie des Bindegewebes, die unter der Haut sitzt und die Gefäße und Nerven quasi schont und schützt, es zu Verkürzungen kommt, zu tumorösen Veränderungen, die letztlich in verschiedenen Stadien so weit führen können, dass die Finger ganz hereingezogen werden und die Patienten die Hände nicht mehr öffnen können. Weiterer Schwerpunkt ist das gesamte Spektrum der Sehnenchirurgie. Hier fallen, was man im Volksmund bezeichnet, von kleineren Eingriffen wie die Behandlung des schnellenden Fingers oder der Ringbandstenose Eingriffe hinein, die bis dorthin gehen, wo man Sehnen, die reißen, die verletzt sind, wiederherstellt in unterschiedlichstem Ausmaß. Der Patient kommt zum Gespräch, wir übernehmen die Organisation hier im Zentrum und organisieren für den Patienten die Aufnahme, die Bettvergabe, je nach Versicherungssituation, was auch immer. Und er wird natürlich persönlich von mir visitiert, betreut, bis zur Entlassung und die gesamte Nachbehandlung ist aus einer Hand und in einem Haus und funktioniert zu einer sehr hohen Patientenzufriedenheit. Die Handchirurgie ist für mich Faszination pur. Wir arbeiten an einem Organ, das unvergleichlich ist, was die Enge der anatomischen Strukturen und den Zusammenspiel des knöchernen Stützapparates mit allen motorischen anatomischen Strukturen von Sehnen über Nerven, über Gefäße in einem unvergleichlichen Ausmaß bietet. Und dort einzugreifen in das System und dort wieder ein Sozialorgan zu behandeln, wiederherzustellen und dem Patienten zu ermöglichen, damit wieder auch jetzt zu interagieren, finde ich eine ganz, ganz schöne, befriedigende Aufgabe.